So, Leute, es ist zwar noch dieselbe Matte und es sieht auch alles sehr gleich aus, es ist aber ein anderer Tag mit anderen Boostern. Deshalb fangen wir wieder neu an. War of the Sparks Standard Showdown. Ein kleines, kurzes Video heute nur. Ich habe gesagt, ich habe ein paar davon noch bekommen. Und es fehlen noch ein paar Standard Showdown Sachen, die werde ich auch noch holen. Einfach nur, damit ich auch davon alle aufgemacht habe. Und unsere erste Karte, Experimental Frenziness. Okay, jetzt wird's lustig. 4 Mana Verzauberung, ihr dürft keine Karte mehr ziehen. Nee. 4 Mana Verzauberung, die oberste Karte eures Decks könnt ihr jederzeit angucken. Ihr könnt die oberste Karte eures Decks spielen. Ihr dürft aber keine Karten von der Hand mehr spielen. Und für 4 Mana könnt ihr das Ding zerstören. Ja. Nee. Wurde mal getestet, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig gut. Tithetaker. Nice. 2 Mana, 2-1. Während des gegnerischen Zuges kosten gegnerische Spells 1 Mana mehr und Fähigkeiten kosten auch 1 Mana mehr. Seien es Mana Abilities mit Afterlife. Das heißt, wenn er stirbt, kriegt ihr eine 1-1 fliegende Spirit. In dem Set, jetzt Namen, Theros Beyond the Death, war eine Karte drin, die super gehypt wurde für alle. Fing so an, ja, das ist für Death in Texas super stark. Alle Planeswalker Abilities kosten 1 Mana mehr. Und ich hing die ganze Zeit und dachte, ja, das macht Tithetaker auch. Das tut er einfach auf und noch mehr. Warum sollte ich denn diese komische Verzauberungskreatur spielen, wenn ich Sets vorher eine viel bessere Kreatur... Ja, das hat mich verwirrt. Und wir haben einen recht hübschen Forest. Richtig hübschen Forest aus Simic. Und eine Foil, okay. Fight with Fire. 3 Mana für 6 Mana Kicker. Fügt die eine Kreatur 5 Damage zu. Wenn es gekickert wird, könnt ihr 10 Damage an irgendwelche Targets machen. Oh. Aufgeteilt. Für 9 Mana 10 Damage. Nein. Das ist keine gute Karte. Aber ja. Tithetaker, Experimental Frenzy. Das war schon ganz witzig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexi. Ciao.